Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute ist es mal wieder Zeit für eine weitere Folge der Hertha News. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen, dabei möchte ich heute zum einen über Schalke 04 sprechen, über einen unserer direktesten Konkurrenten, denn bei Schalke gab es den ersten Trainerwechsel der Zweitligasaison, darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Dann kommen wir noch zu einem kleinen Nachwuchsbericht, wo ich über unsere U23 spreche und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst mal über Schalke 04. Schalke hat Trainer Thomas Reis freigestellt und ich denke, das hat sich in den letzten Wochen auch immer und immer mehr angedeutet. Der Saisonstart von Schalke war, sagen wir es mal so, noch schwächer als unser Saisonstart. Momentan steht Schalke 04 auf dem 16. Tabellenplatz. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen St. Pauli, dort hat man 3:1 verloren. Aber wenn man sich allgemein die letzten Spiele anschaut, dann hat man aus den letzten 4 Zweitligaspielen insgesamt einen Sieg geholt. Und das war zu Hause gegen Magdeburg. Es gab ein Unentschieden gegen Wien Wiesbaden, eine Niederlage zu Hause gegen Holstein Kiel und dann noch eine Niederlage auswärts gegen Eintracht Braunschweig. Und insgesamt zeichnet sich ein Bild ab, dass die Schalker Truppe deutlich unter ihren Möglichkeiten spielt, offensiv geführt in einigen Spielen komplett harmlos ist und defensiv dafür offen wie ein Scheunentor. Und ich sag's auch so, wie es ist. Ich habe von außen Schalke immer mal wieder beobachtet, weil es halt eben ein interessanter Club ist. Und ja, es ist klar, dass der Trainer gewechselt werden muss. 7 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Vergleich, wir haben in 7 Spielen auch 4 Niederlagen geholt, aber dafür 3-mal gewonnen. Wenn man die Stimmung so vergleicht, dann ist bei uns mehr oder weniger gerade wirklich eine positive Stimmung, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken. Bei Schalke 04 hingegen, da ist die Stimmung irgendwie komplett am Boden. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die Aussagen der Fans anhört. Die Fans sind nicht gerade optimistisch, was die Zukunft von Schalke angeht und glauben teilweise in dieser Saison nicht mehr an den Aufstieg, was ich aber auch verstehen kann. Denn ich habe mir auch einige Schalke-Spiele angesehen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Schalke weit unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Offensiv war man viel zu harmlos, das Flügelspiel hat nicht funktioniert, das Umschaltspiel war zu schleppend und das Mittelfeld war nicht kompakt genug. Und ja, man hat halt eben gegen St. Pauli, gegen eine Top-Truppe 3:1 verloren. Nach ein paar Minuten, wo man sich einfach dachte, das war ein Offenbarungseid. Aber ich sage auch ehrlich, also ich hätte eigentlich gedacht, dass unter Thomas Reis Schalke 04 aber sowas von einem Wiederaufstieg hinlegt. Das ist ja eigentlich schon krass. Letzte Saison wurde Thomas Reis irgendwann zur Saisonmitte als neuer Trainer verpflichtet und er hat ja dort eine Bombenrückrunde gespielt. Dass das jetzt hier in der zweiten Liga nicht klappt, das finde ich ehrlich gesagt etwas überraschend und damit habe ich auch nicht gerechnet. Zur Information, aktuell wird ein Interimstrainer übernehmen, das ist Matthias Kreuzer. Ja, der Name sagt uns schon einigen was, denn er war bereits letzte Saison Interimstrainer bei Schalke 04, nämlich nachdem Frank Kramer entlassen wurde, hat er das Spiel gegen Hertha BSC im Olympiastadion geleitet. Das haben wir 2:1 gewonnen, ne? Vielleicht sogar ein gutes Omen für uns gerade. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich Schalke in den nächsten Spielen fängt. Fakt ist, wir spielen in 2 Wochen gegen Schalke 04. Das heißt nicht jetzt am kommenden Wochenende, dort spielen wir gegen St. Pauli zu Hause, sondern am nächsten Woche. Dort reisen wir in die Weltdienstarena und ich bin gespannt, ob sich bis dahin Schalke 04 gefangen hat. Ich sag's ja immer und immer wieder, aber vor Trainereffekten habe ich wirklich Respekt. Ich bin hier noch auf einen Bildartikel gestoßen und es sei wohl so gewesen, dass Thomas Reis die S04-Kabine verloren hat und ja, dass die Führungsspieler nicht mehr hinter dem Trainer standen. Ich kann euch diesen Artikel einfach mal hier rechts einblenden und wenn das alles stimmt, was hier steht, dann glaube ich ehrlicherweise, dass dort wirklich irgendwie etwas Heftiges im Magen liegt. Also es liest sich wirklich nicht positiv, was dort steht. Also puh, ob die sich nochmal fangen in dieser Saison? Ich bin gespannt. Schalke ist eine Truppe, die muss man immer auf dem Zettel haben, vor allen Dingen auch wegen der individuellen Qualität. Aber bis hierhin lief der die Saison alles andere als optimal. Und ich sag's auch immer, bei Schalke 04, ich finde, es liegt nicht immer am Trainer. Ich finde, dort hat vor allen Dingen die Mannschaft einen enormen Anteil daran, genauso wie bei uns. Von daher einfach mal abwarten. Ich bin auch mal gespannt, wer der Nachfolger wird bei Schalke 04. Ja, ich könnte mir da eine Personalie ganz gut vorstellen, und zwar Sandro Schwarz. Ich glaube, der würde da ganz gut hinpassen, aber ich denke mal, Schalke wird die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Bruno Labbadia, erstmal abarbeiten, bevor man dann zu Sandro Schwarz kommt. Abwarten, damit hat der erste Konkurrent bei uns in der zweiten Liga den Trainer gewechselt und mit Schalke 04 hat es direkt mal eigentlich einer der Aufstiegsfavoriten gemacht. Trotzdem, fernab von der Nachfolge, gibt Schalke mal wieder ein chaotisches Bild ab und irgendwie
reißen die gerade das Rampenlicht von uns auf die selber rüber. Und vielleicht tut es auch mal gut, dass wir gerade noch einen Verein hinter uns haben, der gerade noch chaotischer ist als wir. Denn irgendwie nutzen wir gerade diese Periode dazu, um uns zu fangen und zu stabilisieren. Von daher wünsche ich, dass die Phase bei Schalke noch ein bisschen anhält. Aber ich würde sagen, so viel zu Schalke 04. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf Hertha BSC. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben die ersten 3 Punkte eingefahren in Folge. Also wir haben jetzt 6 Punkte in Folge eingefahren. 2 Siege in Folge, einmal gegen Eintracht Braunschweig und jetzt hier zuletzt gegen Holstein Kiel. Alter, was war das für ein Spiel in Kiel? Ich denke mal, die meisten von euch haben meinen Stadionblock gesehen. Es war super emotional, es war super geil im Kielstadion. Und wir stehen jetzt damit tatsächlich auf dem 9. Tabellenplatz. Wir haben insgesamt zu den Aufstiegsrängen, falls welche noch vom Aufstieg träumen, 4 Punkte Abstand. Das ist okay, das ist solide, aber auch nach unten ist die Fallhöhe gar nicht so tief. Nämlich haben wir von Platz 16 von Schalke 04 nur 2 Punkte Abstand. Es ist alles super eng beieinander. Wir sind nur 1 Punkt von Platz 15 Paderborn entfernt, aber auch nur 3 Punkte von Platz 4 Kaiserslautern. Ich bin gespannt, wo das die Saison mit uns hinführt. Die nächsten Gegner werden hart. Ich finde, die nächsten Gegner, Schalke, St. Pauli, das sind die richtigen Tests. Und dann können wir gucken, wo wir stehen. Wir haben jetzt 2 Gegner mit St. Pauli und Schalke 04, die von der Qualität definitiv mindestens unser Level sind. Vor allen Dingen St. Pauli. Die haben Schalke 04 super bespielt, super besiegt. Das wird ein richtig, richtig harter Test. Und wenn wir dort gute Punkte sammeln, möglicherweise sogar einen Sieg mitnehmen, so gute Leistungen wie möglich uns zeigen, dann glaube ich, dass auf jeden Fall noch etwas nach oben in die Tabelle geht. Wir haben jetzt 2 gute Spiele gezeigt, 2-mal in Folge, auch wenn das Kiel-Spiel von der zweiten Halbzeit mal wieder, das war schon wieder nicht gut, aber nichtsdestotrotz bin ich optimistisch und blicke erstmal positiv in die Zukunft. Kommen wir aber mal erstmal zu unserer Jugendabteilung, zu einem ganz kurzen Nachwuchsbericht. Und zwar möchte ich über unsere U23 sprechen. Unsere U23 hat auch am Sonntag auch irgendwo im Norden gegen den FC Greifswald gespielt und steht leider auf Platz 6. Was heißt leider? Man konnte in Greifswald nicht gewinnen, man hat leider mit 5:2 verloren. Damit ist man jetzt das 4. Spiel in Folge sieglos und man steht nur noch auf Platz 6 da. Ehrlicherweise muss man sagen, der Greifswalder FC ist natürlich eine super Truppe, die stehen momentan auch ganz oben mit dabei, schalten sich möglicherweise in Aufstiegsrennen mit ein, also es ist eine super Truppe. Trotzdem, bei unserer U23, da hakt es momentan. Aber ein Spieler ist wieder mit dabei. Nämlich haben wir eine neue Nummer 10 auf der Bank. Enes Benhatira ist jetzt wieder mit am Start bei unserer U23, hat die ersten Spiele noch wegen Trainingsrückstand verpasst, saß aber beim Spiel gegen Greifswalder FC erstmals mit auf der Bank. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass Kiel Nsona bei diesem Spiel offenbar nicht gespielt hat und dass Maoli da mal wieder in der Startformation unserer U23 stand. Naja, egal, da hat ein Profi gespielt. Wir haben trotzdem mit 5:2 verloren. Die beiden Tore für uns, ja, Mustafa Abdulatif erzielt. Ich muss halt eben sagen, also unsere Truppe, unsere U23, das passt von der Kaderplanung noch nicht perfekt her. Man ist immer mit so einem etwas dürren Kader unterwegs und das reicht einfach auf einigen Positionen noch nicht so ganz. Aber trotzdem, die jungen Talente von uns weit Stange. Ja, wenn man jetzt auch Abdulatif, der Silberkiader, die sammeln da alle Spielpraxis und das ist gut. Von daher mal gucken, wo sich unsere U23 noch in der folgenden Saison entwickelt. Platz 6 lässt sich aber auf jeden Fall auch zählen. Ja, soviel erstmal zu unserer U23. Ich würde sagen, das war es jetzt auch mit diesem Video. Heute um 19 Uhr, ich bin sehr gespannt, was dort folgt bei Hertha BSC. In der Mail an alle Mitglieder hat Hertha BSC geschrieben, dass eine besondere Hommage an einen besonderen Teil unserer Hauptstadt ansteht. Und ich bin gespannt, was das heißt. Ab 19 Uhr dürfen wir gespannt sein, was Hertha BSC uns präsentiert. Ich habe schon die wildesten Theorien gehört. Ich warte einfach mal ab. An dieser Stelle würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts von die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Tag euch noch und tschüss.